Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr E-Mails in Outlook einrichtet. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und befolgt diese Schritte. Zuerst müsst ihr nur eure Outlook-App öffnen. Und von hier aus müssen wir nur auf die App klicken und im Grunde wird dies hier geöffnet, eure E-Mails oder euer Postfach. Und ihr könnt die mobile App haben, wenn ihr wollt, und so weiter. Wie ihr also sehen könnt, habe ich diese E-Mail bereits und wir können diesen Apps weitere E-Mails hinzufügen. Und wir müssen nur zurückgehen und auf Neue E-Mail klicken. Ihr klickt hier und von hier aus könnt ihr diese neuen E-Mails erhalten und wenn ihr ein neues Konto oder eine neue E-Mail-Adresse hinzufügen wollt, müsst ihr nur zur Datei gehen. Ihr geht hier zu den Kontoinformationen und wir können anfangen, auf Konto hinzufügen zu klicken. Und von hier aus können wir unsere E-Mail einrichten. In Outlook und hier haben Sie einige erweiterte Optionen. Aber am wichtigsten ist die Suche nach Konten. Oder Sie können eine Outlook-E-Mail-Adresse erstellen. Im Grunde müssen Sie hier also nur Ihre Adresse hinzufügen. Fügen wir hier meine Adresse hinzu. Gehen wir zurück und machen es so. Und wir beginnen mit dem Hinzufügen. Diese Adressen und wir haben im Grunde die Adresse, die nach Eingabe des Passworts und so weiter einfach hinzugefügt wird. Und wir können hier auf die E-Mails oder Posteingänge zugreifen. Wie Sie sehen, klicke ich auf Fertig klicken. Und von hier aus müssen Sie nur noch akzeptieren oder Ihr Outlook abrufen aus. Aber wir haben es hier, wenn wir nur unsere E-Mails haben. So können Sie es im Grunde machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.